eine kleine Textaufgabe zu quadratischen Funktionen. Und die geht so. Eine Tordurchfahrt hat die Form einer Parabel. Sie ist 6 Meter hoch und 4 Meter breit. Und jetzt gibt es ein Fahrzeug, das ist 3 Meter breit und 2,20 Meter hoch. Passt dieses Fahrzeug durch dieses Tor? Die Aufgabe werde ich jetzt mal vorrechnen. Du siehst hier schon die Abbildung. Ich habe diese Parabel mal so gelegt, dass die genau symmetrisch zur Y-Achse ist. Dann ist es am einfachsten. Hier unten von der minus 2 bis zur 0 sind 2 Meter und von der 0 bis zur 2 sind auch nochmal 2 Meter, macht zusammen 4 Meter. Schreib das mal dran. 4 Meter. Und der Scheitelpunkt oben liegt genau bei der 6, also ist das ganze Ding 6 Meter hoch. Wenn jetzt dieses Fahrzeug da durchfährt, dann würde das auf beiden Seiten der Y-Achse bis 1,50 gehen, also von minus 1,50 bis plus 1,50. Und das passt natürlich unten auf jeden Fall, aber die Frage ist, passt das nach oben hin? Also diese 2,20 Meter nach oben, stößt es an oder stößt es nicht an? Und man sieht hier im Bild schon eigentlich ganz gut, dass es vermutlich nicht anstößt. Und das will ich jetzt mal rechnerisch untersuchen. Also wir brauchen zunächst eine Funktionsgleichung für diese Parabel. Diese Parabel ist symmetrisch zur Y-Achse. Das heißt, die hat die Form f von x gleich a mal x² plus b. Es ist immer so, wenn eine Parabel ihren Scheitelpunkt auf der y-Achse hat. Wenn der genau auf der y-Achse liegt, dann ist es immer diese Form a mal x² plus b. Und dieses b, das ist die Zahl auf der y-Achse, wo die Parabel durchgeht. Also in diesem Fall durch die 6. Wir wissen also schon, b ist gleich 6. B ist gleich 6. Und jetzt haben wir einen Punkt, beziehungsweise zwei Punkte, die wir einsetzen können. Wir haben einmal den Punkt 2, 0 und wir haben den Punkt minus 2, 0. Wir können uns einen aussuchen. Ich nehme mal den ersten 2, 0 und setze es ein. Wir haben den y-Wert 0 und den x-Wert 2. f von x, sozusagen y, wäre 0, ist gleich, 0 ist gleich a mal 2 hoch 2 plus 6. Das setze ich ein. 0 ist gleich a mal 2 hoch 2 plus 6. So, auf beiden Seiten minus 6. Dann steht da minus 6 gleich 2 hoch 2 ist 4. 4 mal a, 4a. Beide Seiten geteilt durch 4. Und dann ist a gleich minus 6 Viertel oder 3 halbe bzw. 1,5. So, wir haben a und b und können die Funktionsgleichung aufstellen. Die Gleichung lautet nämlich f von x gleich minus 1,5 x² plus 6. So, wozu brauchen wir diese Funktionsgleichung? Wir wollen wissen, wie der Funktionswert an der Stelle 1,5 ist. Und dementsprechend auch minus 1,5, weil das ganze Ding symmetrisch ist. Also wenn wir die 1,5 einsetzen, dann bekommen wir den Funktionswert von 1,5. Und das ist die Höhe. Also wenn dieses Fahrzeug 3 Meter breit ist, dann ist die rechte Seite 1,5 Meter von der Mitte und die linke Seite ist 1,5 Meter von der Mitte. Und der Funktionswert an dieser Stelle, also f von 1,5, das wäre dann die Höhe. Und wenn die höher als 2,20 Meter ist, dann passt dieses Fahrzeug da durch. Also f von 1,5 ist gleich minus 1,5 mal, für x setzen wir 1,5 ein, 1,5 zum Quadrat plus 6. Und das Ergebnis ist 2,625. Das ist höher als 2,20 Meter, damit passt das Fahrzeug durch. Und unten ist natürlich auch, wie schon gesagt, jeweils ein halber Meter Platz. Das heißt, alles ist safe. Aufgabe gelöst.